Julia war von sich enttäuscht. Wann begann denn endlich das Leben? Plötzlich war Oslo eine ganz andere Stadt. Sie fand neue Freunde. Andere Orte. Neue Gesichter. Hi. Hi, Ada hat mir von dir erzählt. Du bist der Comicautor. Das sei der Moment gewesen, in dem sie sich in ihn verliebt habe. Wie viel Platz brauchst du im Kleiderschrank? Wie viel kriege ich denn? Das war falsch. Das war nicht sie. Als hätte ich nur eine Nebenrolle in meinem eigenen Leben. Hey. Zwischen uns wird nichts laufen. Nein. Manchmal möchte man einfach nur fühlen. Naja, verstehst du eigentlich, was du da... Verstehst du, was du da gerade tust? Was du damit alles kaputt machst? Und was... Ja, selbstverständlich. Dass ich bloß ständig was Neues anfange. Ich habe das Gefühl, dass ich nie was zu Ende bringe. Ja, ich liebe dich. Und ich liebe dich nicht.